Die Lage in deutschen Wäldern kritisch. Bäume verdursten, werden von Käfern zerfressen. Im Emsland ist die Lage zwar überschaubar, aber auch hier sind die Probleme bekannt. Vor allem der Schädlingsbefall hält die Förster auf Trab. Die Problematik liegt eigentlich darin, dass sich Käfer, die sich erstmal eingefunden haben, auch Nachbarbäume befallen und dann auf Dauer, wenn man nichts macht, ganze Bestände befallen können. Deswegen, wir machen im Augenblick nur noch Käfersuche. Seit 2 Jahren werden Käferbäume gesucht und eliminiert. Borkenkäfer, Kupferstecher, Buchdrucker, der Feind hat viele Gesichter. Ein Mittel im Kampf gegen die Plage, spezielle Fallen, bestückt mit einem Lockduft und einer tödlichen Dosis Gift. Nicht fair, aber effektiv. So lassen sich mit geringem Giftaufwand hohe Käfermengen beseitigen. Doch auch die Trockenheit infolge der Klimaerwärmung wird auf Dauer zu einem größeren Problem werden. Fichten, die vor 50 Jahren gepflanzt wurden, passten zu den damaligen Temperaturen. Jetzt allerdings werden andere Bäume gebraucht. Das sind Zedern, Libanon-Zedern zum Beispiel oder auch Douglasien, die sehr klimadynamisch sind aus den USA, Küstentanne, Roteiche, um einfach ein paar Beispiele zu sagen. Und die müssen wir heute pflanzen, damit sie in 50 Jahren zum Klima passen. Wir wissen natürlich nicht genau, was in 50 Jahren genau ist, aber die Baumarten, die heute schon unter dem Klima leiden, sind sicherlich, müssen ersetzt werden, ausgetauscht werden. Das Klima einfach wieder zurückschrauben? Wunschdenken. Wälder müssen den Umständen angepasst werden. Der Kampf um den Erhalt. Nicht leicht, aber notwendig.